In diesem Video geht es um die Markenrecherche. In diesem Video zeige ich Ihnen genau, wie Sie nach älteren ähnlichen Marken recherchieren können. Bevor Sie einen neuen Firmennamen oder einen neuen Produktnamen einführen, sollten Sie nach ähnlichen älteren Marken recherchieren, damit Sie einen Konflikt mit älteren Marken vermeiden. Wenn Sie also Autos unter dem Namen PMW anbieten wollen, dann sollten Sie vorher recherchiert haben, damit Sie eben einen Konflikt mit den älteren Marken BMW vermeiden können. Im schlimmsten Fall ist es dann nämlich so, dass Sie erstmal ein paar Jahre aktiv sind und Umsatz machen und vielleicht sogar Gewinn machen und dann irgendwann der Markeninhaber, in dem Fall BMW, auf Sie, PMW, zukommt und einmal die Unterlassung verlangt und die Erstattung der Kosten der gegnerischen Anwälte. Aber was viel schlimmer ist, einen großen Teil des erwirtschafteten Gewinns herausverlangen kann. Und wenn Sie dann zu mir kommen und fragen, was kann ich tun? Die Marken sind sehr ähnlich, wahrscheinlich sich strecken, damit man eben noch einen Gerichtsprozess auch vermeiden kann. In diesem Video zeige ich Ihnen genau, wie Sie auch selbst eine Recherche nach ähnlichen älteren Marken durchführen können. Dafür kann ich natürlich meinen Kopf nicht hinhalten. Wenn Sie also eine verbindliche Meinung haben wollen zu irgendwelchen Markenrecherchen oder älteren Marken, dann fragen Sie doch den Patentanwalt oder Rechtsanwalt für Markenrecht Ihres Vertrauens. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, salopp das Europäische Markenamt, EU-IPO, betreibt eine sehr nützliche Datenbank TMView, in der man kostenfrei auch nach ähnlichen älteren Marken recherchieren kann. Und hier zeige ich Ihnen mal genau, wie das geht. Nicht nur die EU, sondern auch die USA, Japan, Korea und andere Länder lassen ihre Daten in diese sehr praktische Datenbank einfließen. Um diese Datenbank zu benutzen, kann man auf Advanced Search drücken. Dann öffnet sich eine Suchmaske, wo man eben den Markennamen eingeben kann, aber auch viele, viele andere Kriterien, wie zum Beispiel die verschiedenen Ämter oder die Nizza-Klassen oder den Status der Marken. Lassen Sie uns mal ein Beispiel durchspielen. Nehmen wir an, wir wollen eine neue Reihe T-Shirts herausbringen unter dem Namen Marimba. Dann geben wir den Namen Marimba in das Suchfeld ein. Dann können wir auf Fuzzy Search klicken, um auch ähnliche Marken zu finden. Und dann geben wir in den Nizza-Klassen die relevanten Klassen ein, also zum Beispiel die Klasse 25 für Bekleidung und Schuhe, dann noch weitere Klassen wie zum Beispiel die Klasse 18, die wird oft als verwechselbar mit Bekleidung angesehen, weil da die ganzen Taschen klassifiziert sind. Dann gibt es noch andere Klassen wie die Klasse 14, da ist Schmuck klassifiziert und Modeschmuck und solche Dinge. Und dann können wir einfach auf Search drücken und bekommen die ganzen ähnlichen Marken angezeigt. Und dann werden die Ergebnisse dargestellt in einer Tabelle. Die kann man natürlich durchgehen, die Tabelle. In der Tabelle sind verschiedene Kriterien angezeigt, wie zum Beispiel die grafische Gestaltung, der Markenname, die Ämter. Gehen wir mal auf die letzte oder vorletzte Seite. Ich suche eben nach den Marken, die mit Marimba anfangen. Also ich glaube, das ist die vierte oder fünfte Seite. Ja, da haben wir sie. Da sind zwei Marken Marimba aus Mexiko. Die sind auch eingetragen in Klasse 25 und 14, ist aber wahrscheinlich nicht unser Kerngeschäft. Deswegen gehen wir mal zu den nächsten Treffern. Da finden wir eine Marke Marimba aus Spanien. Die ist auch in Klasse 25 für Bekleidung eingetragen und in 35 wahrscheinlich für Einzelhandelsdienstleistungen. Und wenn man da draufklickt, dann bekommt man die ganzen Details angezeigt der Marke. Hier sieht man nicht nur die ganzen Details der Marke, also den Anmeldetag, das Aktenzeichen und so weiter, sondern man sieht auch den Vertreter und die Waren und Dienstleistungen. Oben rechts kann man auf das E-Mail-Symbol klicken und dann diesen Treffer auch an Bekannte, Freunde, Kollegen verschicken. Das Gleiche kann man aber auch mit der ganzen Liste tun, indem man links oben auf das E-Mail-Symbol klickt und dann eben die ganze Recherche an Kollegen oder Freunde und Bekannte verschicken kann. Das ist sehr praktisch, das benutze ich relativ oft in meiner täglichen Arbeit. Wenn Sie kein Patentanwalt oder kein Rechtsanwalt sind, der auf Markenrecht spezialisiert ist,
dann macht es vielleicht Sinn, diese Recherche an eben einen solchen abzugeben, da eben der Patentanwalt sich mit der aktuellen Rechtsprechung gut auskennt, kann vielleicht aus der Erfahrung heraus besser beurteilen, was ist ähnlich, was ist nicht ähnlich. Also wir betreuen zum Beispiel etwas über 4.500 Marken und haben da einfach gewisse Erfahrungswerte, was wird als verwechselbar angesehen und was nicht, welche Marken sind gefährlich, welche nicht. Außerdem gibt es natürlich den erheblichen Vorteil, dass eben der Anwalt dafür haftet. Aber wenn Sie einfach schon mal vorher gucken wollen, ob es ähnliche Marken gibt, dann ist dieses Video bestimmt hilfreich. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, drücken Sie auf Like, Fragen und Kommentare gern unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.